Ja, ich habe ja jetzt so zwei von diesen Volkas und da kann man sich ja ganz leicht ein Rack bauen, weil die immer gleich groß sind und weil die so eine einfache rechteckige Form haben. Das habe ich mir einfach so aufgemalt, habe den Volka praktisch so senkrecht draufgestellt, einfach drumherum gemalt, mir dann irgend so einen Winkel ausgedacht und ich habe mir dann gedacht, ich mache so ein zwei so Seitenteile. Da schneide ich das jetzt gerade aus, säge das dann aus und dann noch mal zwei innere Seitenteile und die sind genau hier, die gehen da lang, so. Die werden von innen gegengeleimt. Und da liegt dann der Volka auch so drauf. Und dann braucht man noch. Die sind 19,2 cm breit oder lang, die Volkas. Also muss dieses Ding 19,2 cm Innenbreite haben. Da braucht man dann also noch zwei so rechteckige Stücke, entweder aus dem gleichen Holz, was sich hier anbietet, oder aus dem anderen Holz. Einmal 39 mm Höhe und einmal 58. Das wird dann so verleimt und verschliffen. Dadurch erhält es die Breite dann durch diese beiden Teile. Ja, ich fixiere das so ein bisschen mit dem Prittstift, ne, damit mir das nicht abhaut. Ja, zum Aussägen nehme ich einfach mal hier so eine kleine Stichsäge hier von Proxon ist die. Ja, das ging mit der Stichsäge doch nicht so genau. Ich habe es dann einfach grob ausgeschnitten und dann hier auf der Bandsäge nochmal genauer gesägt, ne? Weil das ist mit diesen Stichsägen, das ist immer so eine Sache, ne? Kann man nicht so genau mitsägen. Also ich schaffe das irgendwie nicht. Weiß nicht. Das Blatt haut mir immer ab. Besonders dieses hier, weil das so schmal ist. Ne? Außerdem sieht man nichts, weil alles voll Staub ist. Ja, und das hier, das sind die inneren Seitenteile. Muss man natürlich so exakt wie möglich. Hier geht es dann rum. Ne? Das hier wird ja außen vorgeleimt, also hier ist die Kante und dann geht es hier wieder zurück. Da kann man jetzt natürlich auch ein anderes Material nehmen, nicht? Das muss ja jetzt nicht das 9 mm Sperrholz sein. Das kann auch was Dünneres sein. Ich guck mal, was ich da finde. Ja, da habe ich noch was gefunden und zwar, das ist halb so dick. Das ist auch nur so Birken. Sperrholz ist nicht so hochwertig, sägt sich natürlich viel leichter und ist hat nicht so hohe Qualität, aber ist ja auch egal. Auf der Innenseite ist nicht so wichtig. So, jetzt habe ich die Teile alle ausgesägt. Also das hier sind ja die Außenteile. Das sind die inneren, die Seitenteile. Das hier sind die inneren Seitenteile. Jetzt kann man das auch ein bisschen besser erahnen, wie die Volkas dann da so drin hocken, ne? Die liegen dann hier so auf. Ja, hier um diese Rundung zu schleifen, braucht man natürlich auch einen entsprechenden runden Schleifklotz. Den habe ich mir mal selber auf der Bandsäge einfach mal so zurechtgesägt. Ja, jetzt habe ich die Teile alle verschliffen. Hier die Oberfläche, hier die ganzen Kanten und so weiter. Teilweise mit dem, wenn es ging, mit dem Bandschleifer.
Es geht aber nicht immer, also nur zur Hälfte ungefähr. Den Rest musste ich mit der Hand machen. So, jetzt werde ich das mal probieren, wie das zusammenpasst. So. Ja, das wird natürlich dann verleimt und dann auch noch mal verschliffen hinterher, ne? Sofern es nötig ist. Es ist ja ziemlich genau. So, und dann mache ich hier einfach so eine Klammer dran oder so eine Klemme, so zum provisorischen Testen. Ja, man kann natürlich auch diese Form hier rein, beziehungsweise die Form des Wolkers hier reinfräsen, ne? Wenn man das kann. Ich könnte das von den technischen Möglichkeiten, aber ich wollte jetzt auch mal eine Lösung zeigen, die jeder eigentlich oder fast jeder nachvollziehen kann. So, jetzt haben wir hier diese beiden Teile. Sieht man schon mal, wo es hin soll, ne? Ja, und jetzt habe ich hier einen Wolker. Und darunter den anderen. Unten kommt ja hier noch das Brett dann davor. Und dann passt das. Ich habe diese Lücke hier extra gelassen. Ja, wegen der Kabel, nicht? Man will ja auch mal ein Kabel hier so nach hinten führen und nicht immer oben rum oder außen rum, sondern auch hier mal so durch den Spalt durch, ne? Tue ich nur ganz vorsichtig, damit ich den armen Wolker nicht zerquetsche. So, mal sehen, ob ich den hier noch reinquetschen kann. Das passt. So, und jetzt kommt es drauf an, weil ich hatte den Verdacht, dass die mir ein bisschen, ja, mir ein bisschen zu kurz geraten. Ich muss sie nochmal neu machen. Das hatte ich schon vermutet. Der hintere geht. Der hintere geht, aber der vordere nicht. Der ist mir zu locker geraten irgendwie. So, jetzt nochmal mit der Freihandkamera kann man das vielleicht ein bisschen besser sehen. Ja, von der Seite ist es halt so. Hier können halt die Kabel dann noch durch. Das ist extra mit der Luft. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ja, ich wollte das dann noch dunkel beizen, damit es ein bisschen schick anmutet. Ja, zum Zusammenleimen nehme ich so 5 Minuten Epoxy einfach, ne? Kann man irgendeins nehmen, das ist. Ich habe hier, das ist glaube ich das günstigste, was ich gekriegt habe oder so. Ja, was wichtig ist, dass ihr hinterher ein rechtes und ein linkes Teil habt, nicht? Es geht nämlich ganz schnell, dass man zwei linke hat oder zwei rechte, wenn man nicht aufpasst. Das ist mir auch schon passiert. Ne? Da muss man genau aufpassen. Ja, als Rührer geht, jetzt habe ich nur eine Hand frei. Als Rührer gehen sehr schön die Kaffee-Umrührer von McDonald's. Wann immer ich da bin, nehme ich immer so ein paar mit. Ja, ich habe eben gemerkt, es ist doch besser, wenn man diese kleinen Schraubzwingen nimmt, weil diese Klemmen verursachen, dass alles sich verrutscht. Es ist gar nicht kontrollierbar aus irgendwelchen Gründen. Ich habe die hier nur so zum Schluss, als die Zwingen schon drauf waren. Es gibt auch diesen billiger hier, diese kleinen.
So, jetzt kommen sie in die Wärme, dann härtet das Epoxy schneller aus. So, jetzt ist es zusammengeleimt und ja, es hat jetzt zum Schluss doch alles gepasst. Ich habe es jetzt wirklich sehr passgenau gearbeitet, deswegen war das ein bisschen schwierig hier, wenn man es insgesamt etwas breiter macht, also nicht 19,2, sondern 19,5 oder so, ne? Dann passt es zwar jetzt dann in der Breite nicht mehr so stramm, aber dafür lässt es sich leichter zusammenbauen. So, jetzt habe ich es geschliffen. Und dann wird es jetzt noch wackelt auch nicht. Da kommen dann natürlich noch Gummifüße drunter. So. So, und dann habe ich mir jetzt so ein Zeug geholt hier beim Baumarkt. Das nennt sich Tischlerlack. Das kannte ich noch gar nicht. Ich wollte eigentlich Lasur haben. Aber in der Farbe, die ich wollte, hatten sie die nicht. Dann meinte sie, das sei auch gut. Mal gucken. Extra einen feinen Pinsel noch besorgt. Ja, Tischlerlack, ne? Kannte ich noch nicht. Mal die Brille aufsetzen. Ja, das kann man da so. Das ist ganz dünn. Ganz dünnes Zeug. Und auf der Dose steht was von 2 bis 3 Mal drauf streichen und eine halbe Stunde dazwischen warten. Und das habe ich jetzt gemacht. Pinsel ist ein bisschen steif geworden. Ja, lässt sich gut verstreichen, ne? Ist schön dünn. Ja, zweimal mache ich. Das muss dann reichen. So, jetzt ist es eigentlich fertig. Ich mache hier nochmal Licht. Und es ist ein ganz interessanter Effekt. Wie mache ich mal noch mehr Licht? Es ist ein ganz interessanter Effekt, den man hier sehen kann. Das ist so ein bisschen wie so auf alt, ne? So auf Vintage, finde ich. Weil es hier so ein bisschen mal heller, mal dunkler ist. Das ist halt dieser Tischlerlack, der diesen Effekt hervorbringt. Ja, ich finde das ganz witzig. So dunkel, ne? Ganz schön eigentlich. Ja, vor allen Dingen ist es viel praktischer, als wenn die Geräte einzeln immer so rumfliegen. Na, so sieht es ganz ordentlich aus und ja, das gefällt mir ganz gut.